Kann es doch nicht sein, dass ich so episch verliere hier gleich, oder? Wenn ich normal bin, ich so gemütlich durchmarschiert. Aber auch apokalyptisch. Tja. So, jetzt zu euch. Komm schon, das kann doch nicht sein. Ups. Da ist ein Dritter dabei. Diese Fledermäuse tun zwar nicht viel Schaden zu, aber ziemlich schnell, also. Deswegen schalte ich die relativ gerne rein, schnell aus, wenn sie sich schnell beseitigen lassen. Oh oh. Er ist da. Der Albtraum. Das ging mir wieder zu schnell, das. Ich habe es ein bisschen Bammel vom zweiten, um ehrlich zu sein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Noch gar nicht da. Ah, jetzt taucht er auf. Der wird nicht ausgeführt werden. Meine Hochachtung für mich selbst. Wahrscheinlich reicht, dass ich ihn besiege. Nebenbei noch ein paar Gegner exekutieren. Na also, geht doch. Oh mein Gott. So leicht wäre es gewesen. Aber ist das positiv? Das ist auch Training für mich. Gesundheit habe ich voll. Aber eigentlich, ich bekomme jetzt trotzdem so kein zweites Mal hier. Also ich sehe die sowieso nie wieder, also. So da. Ich habe noch ungefähr 11 Minuten und ein Portal. Ich denke, das packen wir. Oder was sagt ihr?
Okay, ihr solltet. Okay, Lane, das mache ich am Schluss der Aufnahme und. Abflug. Ja. Vergiftung, genau. Ich habe keine Heilitems gekauft. Aber da stehen Truhen rum, wenn ich mich richtig erinnere. Hier kommen die Dämonen und Zombies und was auch immer hier so alles kreucht und fleucht wie so in dieser Seuchengrube. Ja, es werden Truhen generiert. Ich wusste doch. Okay, es ist jetzt ziemlich unübersichtlich gerade. Weil ziemlich viele Gegner auf einmal von mir bedient werden wollen. Ich denke, ich habe das ganz gut im Griff jetzt. Solange nicht so was Großes wieder auftaucht. Den ich mal kurz bei einer Zwangkatze, also bei einer Zwangruhe, weil mir das Ganze etwas erleichtert. Okay. Wir sind bei 40. Haben schon, es fehlt gar nicht mehr viel. Ich mache immer relativ gute Gesundheit. Verdammt! Verdammt! Ich ziehe mir jetzt eine Gesundheitstruhe. Deswegen. Komm schon, weg da, weg da, weg da! Hey, das war's schon. Das ging aber schnell. Habe ich erwähnt, dass ich mit der Herausforderung wachse? Ich bin fast so, wer Dragon Ball kennt, ich bin fast so ein bisschen wie ein Saiyajin. Wenn die Herausforderung wächst, werde ich auch stärker. Also kurz vorm Tod. In Videospielen jetzt, nicht im realen Leben. Kriegsabweise macht man endlich. Endlich kann ich diese Gegner besiegen. Also, das war unterhaltsam. Können wir das noch einmal machen? Ach bitte. Ich leih dir mein Schwert, dann kannst du es dir selbst in den Bauch rammen, nennt sich dann Harakiri. Ja. So, und jetzt ist das Portal, das also der dieser Wächter hoffentlich befreit. Lass uns von hier verschwinden. Wenn ich denn den Weg finden würde, aber ich werde jetzt nochmal bei Wulgrim vorbeischauen. Um mir nochmal ein Heil-Item zu kaufen. Und mir einen neuen Move zu besorgen. Du bist so weise, wie du mächtig bist. So, für 1000 bekomme ich den Waffenmeister. Den werde ich mir vielleicht demnächst mal besorgen. Aber zuerst mal.
Ich weiß jetzt nicht, welcher Angriff. Au. Oh. Also gut, ich besorge mir jetzt den. Harpunenangriff. Ja, der ist gut. Sei gegrüßt. Der Harpunenangriff. Nein. Hier so. Damit kann man auch ziemlich gut die Verteidigung diverser Gegner aufbrechen, genauso wie mit dem Meteorschlag. Und jetzt können wir endlich diesen Wächter hier von seinem Fluch erlösen quasi. Und ich habe sogar noch etwas Zeit. Diese Steinwächter sind übrigens neutrale Wesen. Oder eines der neutralen Wesen, die ich in meinem Unpacking auch. Ja, wir haben die erste Waffenerweiterung, jawohl. Kann ich euch das auch gleich zeigen? Verwüster, da kann ich mir auch die Infos anzeigen lassen. Gewährt 10 für das Zerstören von Objekten auf beliebige Art und Weise. Erhöht drastisch den Schaden mit umgebenden Waffen verursacht wird. Der ist jetzt bei Soliter ausgerüstet. Soliter, Chaositer. Und hier kommt glaube ich noch ein kurzes Video und dann werde ich die Aufnahme mal stoppen. Nein, hier geht's in die genau, hier geht's in diese Kanalschächte Teile. Also Kanalschächte, in die Wartungstunnel. Aber da können wir jetzt nicht mehr hin, denn jetzt werde ich hier speichern. Die Aufnahme ist jetzt nämlich fast vorbei und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Nette Grüße an diejenigen, die sich Darksiders gewünscht haben. Ich habe es jetzt immer gesagt, ich mache das wegen den zwei Leuten, die sich das gewünscht haben. Ich habe noch einen zweiten Grund. Ich möchte im Herbst 2012, wenn dann Darksiders 2 rauskommt, das eben auch Let's Playen. Und da ist die Vorgeschichte zu kennen vielleicht nicht so verkehrt. Und während ich hier noch ein bisschen im Pause-Menü herumdoktere, wünsche ich euch eine gute Zeit. Viel Spaß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme von Let's Play Darksiders hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.